Rund 250 Flugzeuge, 25 Nationen. Air Defender 2023. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen. Knapp zwei Wochen später ist Air Defender beendet. Beliefs. Während der Übung. Wir sind in Wunsdorf, Niedersachsen. Von hier starten bei Air Defender täglich 5 Transportflugzeuge des Typs A400M. Eine ihrer Aufgaben, das Auftanken der Kampfjets. Hauptmann Maximilian S. fliegt als Co-Pilot die Mission. Jetzt einfach nochmal der Allgemeinzustand des Fahrwerks kontrolliert. Das heißt, sehen die Reifen okay aus, treten irgendwo Flüssigkeiten aus, sind Beschädigungen erkennbar, aber das sieht alles soweit ganz gut aus, also können wir damit dann heute auch los. Mehrere Stunden Flug stehen bevor. Ist halt nicht der Flieger, der von A nach B fliegt, sondern, wie schon gesagt, wir kommen heute den Jets sehr nah. Das sieht auch immer sehr cool aus. Ja, und es macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Positive Aufregung, würde ich sagen. Ja. Sie erwarten 8 Jets, deutsche Eurofighter und Tornados, über der Nordsee. In tausenden Metern Höhe ist das Auftanken eines der schwersten Manöver für die Piloten. Air Defender war die größte Verlegeübung seit Bestehen der NATO. Keine Überraschung also, dass auch die Spitzenpolitik aufschlug mit dementsprechenden Statements. Es ist auch ein Zeichen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir Landes- und Bündnisverteidigung miteinander trainieren, damit wir jeden Zentimeter des dass wir Landes- und Bündnisverteidigung trainieren, damit die Aussage auch ernst genommen wird von allen, dass wir bereit sind, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen. Das ist wichtig. Ein starkes Signal der Geschlossenheit, ein starkes Signal der Entschlossenheit, ein starkes Signal der Einsatzbereitschaft und der engen transatlantischen Verbindung. Vielen Dank dafür. It is a strong display of Germany's commitment and capabilities. And it demonstrates the strong bond between Europe and North America. Die USA waren mit 100 Flugzeugen beteiligt, fast die Hälfte aller 250 Flieger. Honestly, the training's amazing, but the relationships that are going to come out of it, I think will be enduring and pay off in the future. In my mind, there's two main challenges. Number one, even though the language is English, everyone has a different accent. The other part is the German airspace is a little bit smaller and a little bit more congested. Für Maximilian S. und die Crew in der A400M auch ein Vorteil. Nach rund 30 Minuten sind sie im angepeilten Gebiet. Hier heißt's, warten auf die Tankkunden. Nach kurzer Zeit tauchen auch schon die ersten Jets auf. Die größte Herausforderung ist tatsächlich die Kommunikation mit den Jets. Die Sicherheitsabstände natürlich einzuhalten. Wir sind da in der Luft ja natürlich sehr nah aneinander dran. Und da wollen wir natürlich auch keine Kollisionsgefahr dann erzeugen. Das heißt, ständig in Kontakt mit denen zu bleiben. Der Tankschlauch hat eine Länge von rund 20 Metern. Sie fliegen mit mehreren 100 Stundenkilometern. Feingefühl. Alles geht gut. Aber an und für sich ist der Ausbildungsstand bei allen gleich. Und das merkt man auch. Das ist ein sehr professionelles Arbeiten. Man weiß auch, womit man es zu tun hat. Und von daher, das macht es uns natürlich auch wahnsinnig angenehm, dann mit denen auch zu arbeiten, wenn wir wissen, was wir von den jeweiligen Receivern erwarten können. Nach ein paar Minuten ist Schluss. Verabschiedung und weiter. Für die A400M geht's nach 7 Jets heim. Ein 8er musste vorzeitig schon zurückfliegen. 10, 5, retard, retard, retard. Die Übung für Sie ein voller Erfolg. Die ausführliche Auswertung der Air Defender Übung wird noch dauern. In Wunsdorf sind die ersten Stimmen zufrieden. Das politische Signal jedenfalls ist gesendet.